So, jetzt ist schon in Ordnung. Da oben, ja. Gut. Es ist also immer wieder dasselbe Spiel. Das Leben unverändert lassen, seine Rolle spielen und sich bewusst machen, was jetzt ist. Und das sind mehrere Stufen. Ich sage immer wieder, das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Es ist ganz, ganz wichtig. Die erste große Erkenntnis, was ist man selbst? Mhm. Und du kannst es immer nur wiederholen. Ich erkläre es denen, der uns jetzt ausdenkt. Diese Pixelmännchen. Das ist schon mal eine andere Ebene. Und du hast keine Möglichkeit, an dich zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir zu machen. Und Verstehen beginnt eigentlich erst mit Bewusstsein. Und Bewusstsein ist kein Wissen. Das ist das, die ziehen sich alle an Wissen hoch. Wir haben immer zwei Seiten, wir haben ein Bewusstsein und wir haben ein Wissen. Aber ausgedachtes Bewusstsein, sobald du das denkst, ist das auch schon wieder Wissen. Wissen von Bewusstsein ist nicht Bewusstsein. Und das wirst du irgendwann einmal begreifen, dass du ohne Anfang und Ende bist. Den Anfang setzt du dir, weil du an dich denkst. Du denkst dich jetzt, ich wurde auf die Welt gebracht als Säugling. Dann machst du dich zu einem Säugling. Du magst dich zu einem Kind, wenn du an ein Kind denkst. Du magst dich zu einem Erwachsenen, wenn du an einen Erwachsenen denkst. Aber wer ist es, der sich das ausdenkt? Und da wirst du sofort merken, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Meine Erfahrung jetzt mit normalen Menschen, kann ich dir gleich sagen, die sind ohne Verstand. Egal, was du denkst, weil alles, was du denkst, sind vergängliche Erscheinungen. Da ist im Hintergrund immer ein Parameter, der ewig ist. Darüber gibt es nichts zu diskutieren, das akzeptierst du oder du akzeptierst es nicht. Ein Gedanke wird es niemals akzeptieren können, der kann den Eindruck machen, dass es akzeptiert hat. Aber du wirst feststellen, das bist du immer selber. Weißt du, das ist die Erfahrungswerte jetzt mit unserem kleinen Urlaub, wo wir gemacht haben, dass du selbst, wenn ich mir jetzt Leute ausdenke, wo ich sage, das sind geistige Granaten, was Holo-Feeling anbelangt, rein vom intellektuellen Wissen, es bringt dich keinen Schritt weiter. Dieser Mechanismus in dir arbeitet und arbeitet und umso mehr du ein Gefühl kriegst, dass du was anderes bist wie ein Gedanke, was anderes bist wie eine vergängliche Erscheinung. Und ihr wisst, ich kann nur immer wieder wiederholen, das ist weder ein religiöses noch ein esoterisches Geschwätz. Egal was in dir auftaucht, das sind Schwätzer. Das sind so Kleinigkeiten, die Feindbilder bekämpfen, die in kleinen Wissenselementen, die sie vom Hörensagen kennen, alle. Religiöse Menschen, naturwissenschaftlich geprägte Menschen, esoterische Menschen leben in einer Welt von Vorstellungen und die können dann tausendmal sagen, ich bin Geist, dann machen sie sich zu einem Geist. Du kannst sagen, ich bin Gott für die Welt, die ich erschaffe, dann machst du dich zu einem Gott. Du machst dich immer zu etwas Ausgedachten. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Dann bist du jetzt. Darum habe ich dieses Rotgeschriebene eingeführt, dann bist du Geist. Und die Schizophrenie beginnt, ich mache mal zwei Beispiele für euch. Das erste Beispiel ist jetzt das Grödemeyer-Video in Wien. Stelle ich das dann danach noch mit rein. Das ist einmal das erste, der hat in Wien ein Konzert gehalten und dann hat er gegen rechts aufgerufen. Und da hat jetzt einer ein Video gemacht, der hat diesen Originaltext von dem Konzert genommen und hat es hinterlegt mit Bildern der Nazi-Zeit von einer Goebbels-Rede. Es ist, die ganze Rhetorik ist eine Goebbels-Rede. Es ist eine reine Hassrede gegen rechts. Jetzt hat er natürlich hier welche, die Rechten, die stürzen sich jetzt drauf und die Linken stürzen sich drauf. Unser aktueller Minister Maas, Außenminister, glaube ich, zurzeit, der sagt jetzt voll pro für die Rede. Der sagt, es geht nicht, wie was gesagt wird, sondern es geht um den Inhalt. Aber das ist ein Blödsinn. Es ist nämlich hier, der Blödsinn ist, es ist eine Einseitigkeit. Es ist Fanatismus, es ist purer Fanatismus. Ich habe mehrere Male schon immer darauf hingewiesen, wenn du Liedtexte nimmst. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Grönemeyer nehme, wir müssen nicht drüber reden, die Texte, die er schreibt, seine Lieder, die er macht, sind extrem, ich benutze mal das Wort tief. Geistigkeit anbelangt. Ich habe aber mehrere Male in älteren Gesprächen darauf hingewiesen, ich kenne den Grönemeyer nicht, ich kenne nur seine Lieder. Ich rede jetzt einmal als normaler Mensch. Diese 3-4 Interviews, wo ich mit ihm gesehen habe, habe ich von vornherein gesagt, das ist so ein geistloser Fanatiker. Das ist die andere Seite. Bis auf ein allereinziges Interview, wo ich mich daran erinnere, wo er von der Journalistin gefragt wurde, wie ihm diese super Texte, wie er das macht, dass er so tolle Texte schreibt,
Und dann sagt er zur Journalistin, was heißt das, wie du das magst? Ich sitze da und dann fällt mir ein, liebe mich wenig, aber liebe mich ewig. Glaube ich, war die Textzeile. Und dann denke ich mir, das ist schön, das schreibst du hin. Mhm. Das fällt mir ein. Mhm. Du hast keinen Einfluss drauf. Mhm. Ob du das dann auch lebst, ist eine andere Sache. Er ist ein absoluter rechthaberischer Fanatiker. Und Fanatismus ist das Problem. Es ist egal, ob du fanatisch gegen rechts bist oder ob du fanatisch gegen links bist. Es ist Kategorie 2, du bist einseitig und damit bist du entheiligt. Mhm. Wir können ein anderes Beispiel machen. Wir denken uns jetzt einmal, du stürzt dich auf Pharmamedizin. Mhm. Da wird dir die Schulmedizin als ein absolutes Feindbild erscheinen. Wenn du Schulmediziner bist, erscheint dir die Pharmamedizin als ein Feindbild. Es bleibt immer die Sache der Entheiligung. Mhm. Du entheiligst einen höheren Komplex, den keiner kennt. Ich nenne das den höheren Komplex zum Beispiel Dasse. Ja. Ich kann den höheren Komplex auch an anderen Namen geben, zum Beispiel Politik. Das ist nichts anderes. Ist der Henkel rechts oder der Henkel links? Zur Politik gehört beides, wenn ich den Begriff Politik wertfrei nehme. Was aber beide nicht sehen, weder die Hammer-Anhänger noch die Schulmediziner, dass sie beide einen riesengroßen Fehler machen. Sie versuchen mit aller Gewalt gegen eigentliches göttliches Naturgesetz anzugehen. Sie versuchen nämlich etwas am Leben zu halten, das gar nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Nämlich einen Gedanken, wir nennen den Gedanken einfach mal Körper. Und wenn ich mal wieder sage, es würde keiner auf die Idee kommen, einen Säugling am Leben erhalten zu wollen, so wie er ist. Der muss sich auflösen, damit es ein Schulkind wird. Das Schulkind muss sich auflösen, dass es ein Erwachsener wird und so weiter. Mhm. Das heißt, da kommen dann immer die Ja-Aber. Aber es ist letztendlich, man meint, es geht um den Körper. Ein Körper ist ein Gedanke. Ja. Und jetzt ist, was ich jetzt sage, das ist hundertprozentig sicher. Du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert. Ob jetzt das nur Gedanken sind, ob das Gefühle sind, zum Beispiel, wenn du denkst, ob ich einen Hunger, ist der Auslöser für diesen Gedanken ein Gefühl. Das ist auch eine Information. Jegliche Art von Information, mit der du konfrontiert wirst, ist in dem Moment dein Wissen. Es ist dein momentanes Wissen. Und ich sage, Wissen ist vollkommen unsinnig, weil Wissen nicht für die Ewigkeit ist. Du hast natürlich immer im Hintergrund dann nochmal einen Komplex, wo du das holst, was ich mit der Computermetapher mache. Aber Wissen tauscht sich immer aus in der Ewigkeit. Das Einzige, was dabei ewig ist, ist der, der mit diesem Wissen von Moment zu Moment neu konfrontiert wird. Mhm. Und ist diese göttliche Ewigkeit ein so unbefriedigender Zustand, dass Leben in Erscheinung tritt, dass man sich eben wahrnehmen kann dann letztendlich? Nein, nein, so würde ich es nicht ausdrücken. Das ist zwar richtig, was du sagst, ich muss immer wieder sagen, egal was irgendjemand in deinem Traum, egal was eine Information meistens dann Menschen äußern, es sind Momente und die sind auch richtig, das sind Facetten. Es ist immer eine richtig, aber zu jeder Vorstellung von richtig gehört eine Kehrseite. Du hängst, solange du sagst, ist es richtig, setzt du schon ein Gegner. Du bleibst in dieser Kategorie 2. Wie in der Politik quasi, wenn man es sich ist immer auf eine wie in der Seite Politik, was meint. Die Schwierigkeit ist, das habe ich zigfach erklärt und darum wiederhole ich das und meine Erfahrungswerte jetzt, wenn ich raumzeitlich normal rede, dass du nur Vorstellungsbilder aufbauen kannst, die dir in der Regel immer räumlich oder zeitlich erscheinen. Zeitlich auf jeden Fall, weil sie immer nur für einen Moment da sind. Ewigkeit ist praktisch jetzt. Mhm. Und darum stimme auch, was ich immer wieder sage, alle Formeln in den Physikbüchern stimmen. Was nicht stimmt, ist, dass man dir beigebracht hat, was es bedeutet. Mhm. Genauso in der Bibel, in allen heiligen Schriften, ob das der Koran ist, ob das die Upanishaden sind, die Bhagavad Gita ist, die Bibel, die Dora, alles, was da drin steht, steht, aber das stimmt. Die Erklärungsmodelle, die dir sogenannte Lehrer beibringen, die liegen im Argen. Das ist schon das Standardwissen, wenn ich zum Beispiel sagte, Adam und Eva sind Mann und Frau im Paradies. Das ist schon im Vers 26, 27 geklärt, da hast du ganz eindeutig, der Adam ist Mann und Frau, männlich und weiblich, was ja eigentlich Denker und Ausgedachtes heißt. Und die Eva ist nur der ausgedachte Dahl. Da fällt hier der Herr in Nimbus, der Herr der Schöpferkräfte, eine Rippe, eine Zellem, was auch eine Seide heißt im Hebräischen. Was interessant ist, wenn man das Wort, das dafür dasteht im Hebräischen, das schreibt sich ZLM. Zade, Lamet, Mem. Ja. ZL alleine heißt Schatten. Schatten, ja. Und das Mem am Ende als besitzanzeigendes Fürwort heißt ihr in Bezug auf Männer, das heißt auf Geistesfunk. Das heißt, es wird aus diesem Geistesfunk ein Schatten entnommen, das ist deine Eva.
Ja. Steht Java und Java heißt, schau im Langentscheid nach, das heißt etwas aussprechen, etwas ausdrücken, nach außen drücken und ein Erlebnis haben. Ja. Du erlebst immer das, was du denkst. Ja. Und aber, das baut auf Sprache auf. Ja, aber die, ich meinte ja noch vorher, ins Undenkbare kann man ja jetzt nicht sprechen im Endeffekt. Aber das eine. Darum mache ich den Trick mit dem Rotgeschriebenen. Das muss man wirklich verstanden haben. Das gibt es in keiner Religion. Ja. Und es kann nur gewusst werden. Mhm. Aber das kann nur der wissen, der selber das ist. Ja. Das ist, darum sage ich, ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Du bist aber etwas, was nicht gedacht werden kann. Das ist die Grundvoraussetzung für ewiges Leben. Und dass du das bist, kannst du jetzt sofort überprüfen. Und zwar, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Alle, die mich jetzt nicht sprechen hören, sind es nicht. Ja, ist klar. Weil das alles ausgedacht. Egal, wer du zu sein glaubst. Und jetzt ist der Trick mit dem Bücherregal. Der Trick mit dem Bücherregal ist folgendes, dass du zwanghaft, wenn du dir was vorstellst, ist es immer zuerst einmal für einen Moment, was du dir ganz tief, was soll ich jetzt sagen, in die Seele schreiben sollst, einprägen solltest, dann ist es schon wieder Wissen, was du wissen solltest, in einer Form von Weisheit, dass jeder neue Gedanke, den du denkst, denk an meine 200 Gramm rote Knete, zerstör den bestehenden Gedanken. Jeden Augenblick, den du sinnlich wahrnimmst, jedes Geräusch, das du sinnlich hörst, tauscht sich mit dem nächsten Augenblick mit dem nächsten Geräusch aus. Das ist dieses ständige Wechsel von Informationen über eine breite Palette. Das beginnt mit den sinnlichen Wahrnehmungen, wie in der Regel in der vierten Stufe der Vergessenheit bist, weil das eigenartig ist, dass wenn du jetzt das Wort Schneewittchen denkst oder grünes Maßmännchen, ist dir vollkommen klar, dass du das jetzt erschaffst. Jetzt ist, du erschaffst jetzt auch diese Lautsprecherstimme. Und drum, da benutze ich diese Metapher mit dem träumenden Geist. Da ist selbst der Materialisten klar, wenn wir uns einen träumenden Geist denken, wir sind einmal ganz normal, was du dir auch immer unter einem träumenden Geist vorstellst, dass sich alles in den seinen Kopf abspielt, was er erlebt, dass das aus ihm selbst kommt. Das benutze ich in dieser Form, um das zu erklären. Das kann nämlich auch ein Materialist nachvollziehen. In dem Moment, wo ich jetzt mir einen denke, der sich hinlegt und einschläft, in dem Moment löst sich für den sein Körper auf und das Zimmer auf, in dem er sich befindet. Wenn er zum Träumen anfängt, befindet er sich, was er halt gerade träumt. Er ist das, was er träumt, was er ist. Aber es ist nur ein Spiel für den ewigen einen und dieser Geist. Dieser eine Geist, spannend. Der ist alle. Das ist der vom Bücherregal steht. Damit spannend bleibt, genau. Okay, und jetzt ist es so, dass die Bücherregal-Metapher ist ganz interessant, dass sämtliche Bücher gleichzeitig da sind, alle Seiten, alle Worte, und du wirst jetzt merken, wenn du in die Welt der Bilder kommst, dass du zum Lesen anfängst, musst du zuerst einmal ein Buch in die Hand nehmen, dann hängst du, wirst du zu einem Geistesfunk, der ein Leben erlebt. Das ist jetzt wie ein Programm. Ich gehe dann in die Computer-Metapher. Und dass du aber jedes Wort, das du denkst, jede Situation jetzt erlebst, es ist auch jetzt alle anderen Bücher, die aber auf einer hinter dir praktisch auf einer höheren Ebene sind. Aber da ist nur ein Geist. Darum führst es du auch gibt nur einen, es gibt nur ich einen führe Geist. Auch ein Selbstgespräch, egal mit wem du sprichst, weil der ist ja immer ausgedacht. Immer, ist egal einer. Wer du sein glaubst. Darum ist der Witz, was immer wieder, was ich sage, wenn du meinst mit Geistesfunk, es geht hier um eine Mehrzahl, um ein Plural, das stimmt überhaupt nicht. Ein Geistesfunk ist die Reduktion von Geist. Das heißt, wenn du vor dem Bücherregal stehst, hast du keine Informationen, das nenne ich Chat-Denken. Das ist das Erste, du wirst irgendwann einmal anfangen, mit Lichtgeschwindigkeit zu denken. Ja. Bei Lichtgeschwindigkeit denken heißt es, du denkst alles, was du denkst, jetzt und es ist hier. Ich habe in einer der Sachen einmal gesagt, ihr zu meinen Donis, habe ich gesagt, ihr seid Photonis. Ein Photon ist praktisch ein Geistesfunk, das ist eine Facette vom Licht. Was ist das Licht selber? Man sagt, Licht besteht aus Photonen. Aber was ist dann das Licht? Verstehst du, was ich meine? Das sind Facetten von Licht. Versteht es nur abstrakt, symbolisch, das sind nicht Geistesfunken. Und wenn sich was, Photone können sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, dadurch bewegen die sich gar nicht und die Zeit wird ewig in der Form. Was jetzt aber der große Witz ist, dass die Ewigkeit ist eigentlich es jetzt. Wenn ich immer wieder eine Strecke aufspanne, ist ganz, ganz wichtig, hast du, denkst du dir zwei Seiten. Aber die sind unendlich und im Unendlichen verbinden die sich. Da müsste ich jetzt so, auch in der Physik, das wird so genau beschrieben. Immer
ich mache mal einen kleinen Satz, das ist, glaube ich, in Ich bin du schon oder in der Mutation. Wenn wir jetzt Dimensionen uns ausdenken, und das ist ja das Problem dann in der Esoterik, die dann von der 11., von der 13. Dimension sprechen und meinen immer irgendwie räumlich, aber das kann man sich nicht vorstellen, das ist alles Blödsinn. Mhm. Es ist bei der 4. Dimension ist Schluss. Mhm. Alles, ja, was drüber ist, versucht mal was zu beschreiben, das in der Sackgasse reinführt. Pass mal auf. Immer die nächsthöhere Dimension, die sich deiner Wahrnehmung entzieht, besteht aus zwei Unendlichen oder einer Unendlichkeit. Pass auf, wir machen mal, du denkst jetzt, wir denken uns eine Gerade, einen klassischen Strich, der natürlich jetzt schon was gedacht ist, weil der wäre ja nicht räumlich, der wäre ein Punkt, ist ein Nichts. Mhm. Wir denken uns da immer einen kleinen Kreis. Und wenn wir den Punkt in die Länge ziehen, kriegen wir Gerade, aber sie hat ja keine Substanz, die hat ja keine Dicke, keine Breite, das ist eine ganz abstrakte Vorstellung. Mhm. Aber was jetzt der Witz ist, dass diese Gerade zwei Enden hat. Mhm. Der ideale Gerade geht ja in beide Richtungen unendlich weit. Mhm. Mhm. Die beiden Unendlichkeiten. Immer die nächsthöhere Dimension verbindet die beiden, das unendliche Ende dieser Dimension, was gleich merken, wie das funktioniert, zu einer höheren Dimension. Jetzt pass auf, wir denken uns die Gerade, was machen, muss ich jetzt machen, wenn ich diese zwei unendlichen Enden dieser Gerade verbinde? Ein Kreis. Dann wird es ein Kreis. Mhm. Im Moment habe ich eine Fläche, das ist die nächsthöhere Dimension. Jetzt denke ich mir einen unendlich großen Kreis und jetzt verbinde ich von den unendlich, ich mache das einmal so, von dem unendlich großen Kreis und du merkst jetzt schon, ich brauche jetzt eine Tiefe, das ziehe ich jetzt zusammen in einen Punkt, dann kriege ich eine Kugel. Kegel. Eine Kugel. Eine Kugel. Ein Kreis. Wir schnüren jetzt das zusammen in einen, diese Flächen, die unendlich sind, müssen wir an der Unendlichkeit in einen Punkt zusammenführen und dann wird es eine Kugel. Ja. Das kannst du jetzt auch noch vorstellen. Yeah. Jetzt kommt jetzt die 4. Dimension, was wir Zeit nennen. Jetzt hast du keine räumliche Vorstellung mehr. Du musst jetzt die Zeit zu Hilfe nehmen. Mm-hmm. Aber das erkläre ich mal anders, um dir das vorzustellen. Das sind all die Sachen, die vor hier und jetzt gedacht, natürlich vor 25 Seiten, sage ich schon mal, erklärt habe. Das heißt, du denkst dir jetzt einen dreidimensionalen Raum. Mm-hmm. Den kannst du nicht wahrnehmen. Wir müssen jetzt einen Trick machen. Du setzt dich, weil du ja dreidimensional denken kannst, du wirst jetzt dir jetzt vorstellen, dass du nur zweidimensional denken kannst. Mhm. Du denkst dir Fläche und alles, was mit der Fläche in Berührung kommt, kannst du wahrnehmen. Mhm. Wir denken, außerhalb der Fläche wäre jetzt dann zwei Dimensionen, wäre die dritte Dimension, wäre die nächsthöhere Dimension. Mhm. Denkst du dir Kugel? Ich sage mal, ein Tischtennisball. Der würde für dich nicht existieren. Okay? Und jetzt lassen wir diesen Tischtennisball, lassen wir jetzt durch diese Kugel durchgleiten. In dem Moment, wo er deine Wahrnehmung berührt, ist ein Punkt da. Mhm. Mach das einmal zeitlich, ist ein Punkt da. Dann öffnet sich der Punkt, geht auseinander, geht wieder zusammen und ist weg. Ja. Das heißt, du hast jetzt eine Zeiterscheinung in dir. In dir taucht praktisch ein Punkt auf, der zu einem Kreis wird, der Punkt wieder zusammenfällt und wieder weg ist. Mhm. Was ich dir damit zeige, dass wenn du nur zweidimensional wahrnimmst, wäre jetzt die dritte Dimension, die durch dich durchfällt, eine Zeiterscheinung. Cool. Die Zeit wird diese Bewegung und du hast nur dieses Atmen. Wenn du jetzt aber die nächste Dimension, die dritte Dimension wahrnimmst, erkennst du, dass Anfang und Ende, jetzt wäre jetzt oben und unten von dem Tennisball gleichzeitig da ist. Da steckt der Buchmetapher schon drin. Das, was du als Zeit empfindest, wenn du blätterst oder wenn du liest, ist jeder Moment jetzt, aber du empfindest es als Zeit. Und ihr wisst, wie oft wir das durchgegangen sind, wenn ich eine Seite vor mir habe, dann sehe ich doch, dass alle Worte gleichzeitig da sind. Versuche mal, die gleichzeitig auszusprechen. Und genauso sind alle Bücher im Bücherregal gleichzeitig da. Das heißt, egal welches Leben, und das ist jetzt der Fehler in den asiatischen Lehren mit der Reinkarnation, die Leben, die du lebst, sind wie verschiedene Bücher, die du liest. Aber du kannst jedes Leben nur jetzt leben und jeden Moment nur jetzt erleben, aber wenn du ein Geistesfunk bist, steckst du halt nur in einem Buch drin. Mhm. Und Chatdenken ist was ganz Eigenartiges. Du kannst an was denken, ohne an was zu denken. Mhm. Aber nur, wenn du es durchschaut hast. Mhm. Das ist meine Buchmetapher. Kennst du das Buch und du sagst ja. Mhm. Das kannst du nur sagen, wenn du das in kleinen Häppchen einmal durchschaut hast. Mhm. Und was du jetzt mitnimmst, habe ich auch zigfach erklärt, sind nicht die Geschichten, sondern was du mitnimmst, nur das, was du gelernt hast. Mhm. Ein Beispiel mit dem Sauer. Du hast dich in deinem Leben irgendwann einmal als Kind, das Denken
natürlich jetzt wieder in die Vergangenheit. Ich sage, auf dieser Seite 4 oder 3 hast du das erste Mal irgendwas Saueres in den Mund bekommen, hast dich dieses jetzt gedachten Kinderkörpers verzogen und hast Berg gesagt. Und seitdem weißt du, was sauer ist. Weißt mit Sicherheit mehr nicht mehr, wann das war, jetzt auf welcher Seite, ausgedachterweise, und was das war. Was das erste Mal sauer war, das du erlebt hast. Du weißt nur, was sauer ist. Und so geht es mit jeder Kleinigkeit. Du nimmst die Lernprozesse abstrakt mit, ohne die Geschichte mitzunehmen, wo du das gelernt hast. Die Erfahrungen. Es ist jetzt immer noch sehr reduziert, weil ich ja nur innerhalb deiner Logik reden kann. Das drücke ich immer aus, wenn ich mit einem Basic-Computer kommuniziere, kann ich nur Basic reden. Ich könnte jetzt sagen, wenn du mit einem Chinesen, der nur Chinesisch spricht, dich unterhältst, dann musst du Chinesisch sprechen. Oder ich habe noch eine Frage zu den Büchern. Du sagst ja immer, wenn du zum Beispiel mit den Personas sprichst, ich kenne dein Buch auch schon, weil das habe ich auch schon durchlebt. Wenn ich jetzt mein Buch zu Ende gelesen habe, sozusagen, habe ich dann die Möglichkeit oder ist es dann so, dass ich eine ganz andere Zeit jetzt mir ausdenken kann und einen ganz anderen Lebensraum oder Lebensinhalt? Alles, da mach mal. Alles Red nicht weiter, ich weiß, was du sagen willst. Okay. Es ist also definitiv, es entzieht sich dann der Vorstellung. Ich muss es immer wieder wie grob mit der dritten Dimension und der vierten Dimension. Das sind so viele Fehler, wir müssen da detailliert. Die Schwierigkeit, wenn ich dir jetzt physikalisch was erkläre, ist eine Grundvoraussetzung, wäre jetzt gut, wenn du ein Physikstudium hättest und du hättest das, was die Menschen in der Physik verstehen, was man dir beigebracht hat, und das sind ja die Formeln. Dann kann ich erst, wenn du das Wissen hast, kann ich diese Metapher aufgreifen, die sehr wichtig sind. Dann müssen wir aber zuerst einmal die falschen Vorstellungen wegmachen, die ein Physiker in der Schule lernt. Es ist ja nur rezitiertes Wissen. Das ist, ihr merkt es ja mit dem Lesch, mit dem ganzen Zeug. Das ist so irrsinnig dumm und geistlos. Das Erste, was du lernen wirst, dass die Figuren in deinem Traum alles geistlose Zombies sind. Alle. Verstanden hast du es dann, wenn du das auch akzeptierst, das gilt auch für die Rolle, die du zu spielst, die du zurzeit spielst. Auch der, der du zu sein glaubst, ist ein reiner Mechanismus, ein reiner Mechanismus. Jetzt bringe ich die Computermetapher, dass ich jetzt den rot geschriebenen Geist, der Geist, der mir jetzt zuhört, wir müssen, ich sage immer mal 200 Gramm rote Knete, damit symbolisiere ich, dass du dein ganzes Leben immer derselbe Geist bist. Das kannst du übrigens dir jetzt bewusst machen, wenn du Bewusstsein bist. Das heißt, er, der das Leben erlebt, das du zurzeit lebst, der hat sich nicht verändert, egal auf welcher Seite du bist. Es hat sich dein Wissen verändert. Aber in keinster Weise das Bewusstsein selbst. Erinnert euch an diese Bevölkerungskurve, wo ich sage, das ist wie die Bewusstseinskurve, wenn wir hier die drei Wachstumsstufen des Menschen nehmen, dass du in dieser Kurve siehst, dass praktisch der 60-Jährige ein bisschen mehr Bewusstsein hat wie ein 20-Jähriger, weil das ganz flach läuft und dann steigt es schlagartig an am Ende. Das passiert jetzt bei den Donis, bei diesen ganzen älteren Leuten. Du kannst es intellektuell wissen, aber du kannst es nicht verstehen. Das ist ein Zustand, der ist jenseits der Worte. Dass dir das bewusst wird und ob jetzt als Kind oder Jugendlicher dich für was interessierst, Bogo. Und da ist nur dein Interesse und das Objekt, oder du interessierst dich jetzt für was. Der neugierige Geist ist immer noch derselbe, der ist nicht älter geworden. Es ist nur das, was du zu sein glaubst, hat sich verändert. Aber da heißt es wie innen, so außen. Es ist natürlich gerade immer diese Kleinigkeit, dass du zuerst einmal akzeptierst, dass ich immer wieder sage, der träumende Geist, die Gnede, die sich ständig von Augenblick zu Augenblick umformt, das hat, Leute hören das. Ich sage jetzt bewusst Leute, die Medim, die Toten, die ihre Toten begraben, das nimmt ja keiner für voll. Und das ist jetzt, und ich wiederhole das nochmal zum tausendsten Mal, die Geschichte mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Ich mache jetzt etwas dazu. Der Erste, ich bin der Erste. Die Stimme, die du jetzt hörst, es geht nicht um den Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, es geht nicht um das Pixelmännchen, würde ich jetzt in einer gewissen Entfernung sinnlich wahrgenommen vor dir stehen, das heißt auf deiner verabredeten Erscheinung treten, ist es auch nichts anderes. Es ist eine vergängliche Erscheinung. Jetzt geht es wirklich um den Inhalt. Ich, nicht der Udo, ich bin du. Ich behaupte jetzt Sachen, die wesentlichen Aussagen kannst du sofort auf der Stelle überprüfen.
Da gibt es nichts zu diskutieren, weil ich beschreibe das, was ist. In den meisten Fällen, wenn ich jetzt nicht ins Detail gehe und versuche Sachen, die sich dann der Wahrnehmung momentan noch entziehen, beschreibe, muss ich auf Metaphern zurückgreifen. Aber mir geht es um die wesentlichen Aussagen. Ich könnte jetzt sagen, wo war jetzt die ganze Zeit die Treppe hinter euch? Wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, du bist der Duo und die trägt sich. Puff, jetzt nehme ich ein Wort und sofort baust du das Bild, eine Vorstellung auf, baust jetzt in dir eine Vorstellung auf, was angeblich hinter dir ist und ha, in der ist, es ist eigentlich in dir drin, weil das jetzt ein Gedanke ist. Ja. Okay? Das war vorher nicht da, das hat nicht existiert für dich. Ja. Also halte zuerst einmal fest, wenn du etwas nicht denkst, existiert es für dich nicht. Mhm. Ich sage dann immer, das ist zwar immer noch im Meer noch da, rot geschrieben heißt eine geschlossene Schöpfung und blau geöffnete Schöpfung, was, wenn es zum Existieren anfängt. Mhm. Das kommt aber aus dir. Das ist die Metapher mit dem träumenden Geist. Mhm. Mhm. Der erste behauptet nur Sachen, die du sofort überprüfen kannst. Du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Mhm. Der zweite, das ist jegliche Form von intellektuellem Wissen, das man vom Hörensagen kennt, das dir, jetzt kommt schon wieder Zeit, das dir einprogrammiert wurde. Das klingt schon wieder, als wenn in der Vergangenheit was passiert wäre. Das ist Schwammheit. Ich sage, dazu benutze ich jetzt, um das aufzulösen, einen Computer. Ich setze dich jetzt nicht als 200 Gramm rote Gnede, die ständig ihre Form verändert, ohne sich selbst zu verändern, sondern ich setze dich jetzt als ein Computer, der immer derselbe Computer bleibt, egal welches Programm läuft, egal welche Software, welche Dateien da drauf angezeigt werden. Du bist der Computer und du schaust deine eigene Information an, das, was auf deinem Bildschirm auftaucht und was die Lautsprecher wieder gekürzt. Jetzt ganz abstrakt. Mit dieser Metapher, dieser bewusste Computer, muss dir klar sein, dass alles, was in dir auftaucht, was in dir in Erscheinung tritt auf dem Bildschirm, wir bleiben mal nur in der Optik, muss hierarchisch geschehen auf einer tieferen Ebene, das einmal im Arbeitsspeicher sein und der wiederum holt sich was aus der Festplatte, das ist noch tiefer und was auf der Festplatte ist, hast du entweder selber reingeschrieben oder du holst es aus dem Internet, das ist Gott. Gut, das ist, jetzt sind wir schon in der Jetzt-Form, wir machen jetzt eine Hierarchie, dass du immer nur das siehst und jetzt ist wichtig, jetzt kriegst du mit, dass alles, was du erlebst, schon hierarchisch geschehen in dir drin ist. Wenn du einen Film anschaust, hast du einen Film im Arbeitsspeicher, natürlich mit dem dazugehörigen Programm, um den Film zu Bilder zu machen, da muss immer das passende Programm mit dabei sein. Du hast jetzt nur mit ständig im Jetzt, ständig wechselnden Bildern im Jetzt zu tun. Es ist nur jetzt. Ja. Und ich sage jetzt mal, auf deiner Festplatte oder im Internet gibt es noch Millionen von Filmen, die du nicht kennst, die sind aber auch in dir drin. Das ist nur eine tiefere Schicht. Das ist das, was du zapfen kannst mit Holofeeling und da kommt das nächste Problem, dass du jetzt meinst, Wissen ist wichtig. Und da will ich dich ganz wegführen. Das Einzige, was hier wie ich ist, wie ich dick. Wir schauen uns das ganz kurz einmal an. Ich schalte jetzt extra mal an. Ich mache immer wie ich, mache ich mit JCH und das dick. Kleinen Moment. Ist ich mit JCH. So, jetzt pass auf. Und jetzt machen wir mal das wie ich. Das mache ich das JCH und dann machen wir das X so, wie man es normal schreibt. Das ist der mittelste. Das Einzige, was wie ich dick ist. Ja. Ja, ich hab's, ja. Dann bist du der Mittelste, du bist der Mittelpunkt von allen. Mhm. Das bist du aber schon immer. Im Meer. Mhm. Egal, wo du dich jetzt hindenkst, du bist immer die Mitte. Ich habe das tausendmal erzählt. Du kannst das übrigens sofort überprüfen. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Du hast einen vor dir. Das hinter dir kannst du dir dazu denken. Du hast einen über dir und da kann ein unter dir, egal wie du den Kopf drehst, schaffst du immer aus der Mitte raus. Machst eine Vorstellung und du kannst dir das, was jetzt hinter dir, hinter ist schon in dir drin, die Quintessenz, kannst du auch zu einer Vorstellung machen, du musst dir vorstellen, was jetzt hinter dir ist. Wie im Spiegeltetraeder. Im Spiegel. Genau, das ist einmal das Erste. Das wird dann sehr detailliert, mir geht es fast ums Wesentliche. Und jetzt ist es, was der Zweite behauptet. Das sind alles anerzogene Dogmen. Ob das religiöse, ob das esoterische oder ob das naturwissenschaftliche Dogmen sind, das ist, du bist der Computer, du kriegst ein Programm, das sind logische Konstrukte, die du dir vorstellen kannst.
ich gehe jetzt einmal gar nicht, du kannst dann auch die Sachen verwirklichen auf die Verabredung mit Glauben. Das ist, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das sind alles Dogmen, das sind logische Konstrukte. Was Religion anbelangt, du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Was die Naturwissenschaften anbelangt, in einem großen Rahmen von Mikro- und Makrokosmos, du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Erinnere dich in den Breinfeld-Vortrag, alles, was du jetzt weißt über DNA. Ist es hier schon mal sehr interessant, dass den Leuten gar nicht klar ist, dass es ein logisches Konstrukt ist. Es hat nie irgendein Mensch eine DNA gesehen. Diese elementaren Erkenntnisse der Naturwissenschaft muss immer einer gewesen sein, dem diese Idee, und das griechische Wort Idee heißt eine äußere Erscheinung, eine Gestalt, eine Form, wo du glaubst, es ist da aus. Ja. Das ist aber deine eigene Form, deine eigene Gestalt, deine eigene Information. Weil du ja nichts bist und du immer nur deine Gedankenwellen, wie ich das nenne, wahrnimmst. Das heißt, es muss dann einfallen. Zeig mir Wassermolekül. Wenn ich jetzt immer wieder so sage, es kann keiner entdecken. Die DNA ist so unvorstellbar klein, dass sie nicht einmal unter den stärksten Mikroskopen der Welt gesehen wird. Ich habe das jetzt einmal, der Stand in Bleinfeld war übrigens die stärksten, es ändert sich ja immer durch den Glauben, weil der die Technik immer vorangeschoben hat, über eine Glaubenssache. Handys, glaub es mir, man sagt, Handys können in der Physik gar nicht funktionieren, das ist schon Quantenmechanik. Jetzt machen es die Quantenbits, die Wissenschaftler wissen gar nicht, dass die von Symbolen reden, von ihrer eigenen Funktion. Das ist eine Fantasiewelt. Und es wird durch Glauben verwirklicht und du schwimmst in dem geistigen Fahrwasser. In Du bist ich, glaube ich, heißt es, deine ganze Naturwissenschaft schwimmt im geistigen Fahrwasser von Galileo Newton. Das ist das heliozentrische Weltbild, sagen wir mal ganz grob, und die ganze newtonsche Physik. Dieses geistige Fahrwasser hat hier eine Scheibe zu einer Kugel geformt, die man sich ausdenkt. Gesehen, weder das eine noch das andere hat jemals einer gesehen. Und ihr wisst, wenn ich jetzt wieder sage, dann kommt ja aber, die Astronauten haben es gesehen. Ich sage, du denkst jetzt Astronauten aus, das ist eine Kiste und du bestimmst, was der Gedanke wieder ist und was er gesehen hat. Hast du es gesehen? Hast du jemals mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mann ein Männchen vergewaltigt und umbringt? Ein altes Beispiel von mir, ich führe das jetzt nicht weiter. Hast du gehört? Ich sage, selbst wenn Indianer auftaucht und behauptet, er hat es gemacht oder gesehen, ist es kein Beweis. Ich frage, ich unterhalte mich ja nur mit dem Geist, der wahrnehmen kann, der mich jetzt sprechen hört. Gedanken von dir, ob das Menschen sind, egal was es ist, die haben weder eigene Gefühle noch eigene Gedanken. Es sind Produkte, es sind deine Informationen. Es ist ein riesengroßer und sehr harter Schritt. Zu streiten, ob die auf dem Mond waren oder nicht auf dem Mond waren, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du bist auf einen blinden Glauben angewiesen von etwas, was man dir erzählt hat. Ob es dann Jesus gegeben hat oder ob es keinen gegeben hat, ob er gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Es ist geistloses Geschwätz. Und du wirst jetzt merken, selbst dass ein Gros, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ein Gros all der weltlichen Philosophen, die du dir jetzt ausdenken kannst, die du dir natürlich nur ausdenken kannst, wenn die auf deinem Programm drauf sind. Sie sind mit Sicherheit in dir drin. Du kannst dich jetzt schlau machen, ins Internet gehen, das ist ja Gott, und dann holst du dir aus diesen unendlichen Datenspeicher noch viele Philosophen raus, die du noch bisher noch gar nicht gekannt hast, weil sie noch nie in dir aufgetaucht sind. Aber egal, was du dir jetzt aktivierst aus deinen geistigen Archiven, so nenne ich das, es ist schon in dir drin, bevor du es denkst. Aber es beginnt erst zum Existieren, wenn du es denkst. Und da war auch nie ein Vorher. Und das ist das Erste, was du akzeptieren musst. Aber ich komme mal kurz zurück. Der Zweite behauptet nur Sachen, das, was ich jetzt erklärt habe, dass du sofort überprüfen kannst. Geh die Gedankengänge mit. Du kannst jetzt schauen, welche Philosophen kenne ich, was weiß ich von dem Philosophen, was habe ich eigentlich jemals von Platon gelesen? Was weiß ich von Einstein? Die Masse wird jetzt sagen, Einstein ist ein großer Physiker, Relativitätstheorie. Das spreche ich jetzt meinen Figuren, die ich mir ausdenke, vor, zu, dass das jeder weiß, Allgemeinwissen, zumindest jeder, der Deutsch spricht. Jetzt in der Form. Würde ich jetzt das an Spanier sagen, die wissen das zwar auch, aber die würden nicht verstehen, von was ich jetzt rede, wenn sie kein Deutsch kennen. Aber das ist, es wird immer so sein, wie ich glaube, dass es ist. Darum ist der Satz so wichtig. Ich verfliebe das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich jetzt in die Existenz hebe, der jetzt in mir auftaucht, dass ich den vorwurf, dass er so ist, wie er von mir ausgedacht wird. Das heißt, ein träumender Geist sollte niemals den Fehler machen, irgendeiner Figur in seinem Traum was vorzuwerfen, weil
Sie existiert ja nur, weil er sie träumt, und sie ist genauso, wie er sie träumt. Und da der träumende Geist jetzt auch nur ein Gedanke ist, kann der sich auch nicht raussuchen, dass ich ihn so definiere, wie ich ihn jetzt definiert habe, den träumenden Geist. Aber wer denkt sich das? Also gut, der zweite, das ist das ganze intellektuell angelesene Geschwätz, das man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Da kommt jetzt was ganz Wichtiges. Ich nenne das einfach mal, das ist die Logik des Denkers. Dass das, was der Erste behauptet, zur Zeit aufgrund einer materialistischen Logik in einem krassen Widerspruch steht zu deiner Logik. Und deine Logik dominiert über dich. Das heißt, du wirst jetzt dieser Logik mehr vertrauen wie dem Ersten, der nur Sachen dir erklärt, die du sofort überprüfen kannst. Und obwohl du das sofort überprüfen kannst, wo war jetzt wieder die ganze Zeit die Treppe hinter dir, wirst du trotzdem glauben, dass die Treppe auch dann hinter dir da außen ist, wenn du nicht an sie denkst. Das ist die Krankheit des Materialismus. Und wenn dann die ersten Ansätze kommen, meint man, man müsste das seinen Mitmenschen auch erklären, weil man will ja die Ständigen mit anderen haben. Und damit hängst du schon wieder ganz, ganz tief in einer Falle. Das, was ich dir erkläre, wird dir kein anderer bestätigen, außer der ist den Weg schon gegangen, aber du musst der Erste sein. Du musst der Erste sein. Und mit dem Bücherregal, wo ich immer sage, da waren diese Jesus-Sprüche, ohne dass ich behaupte, dass es jemals an Jesus gegeben hat, ist eine Märchengeschichte. Hitler ist eine Märchengeschichte. Selbst du, der du zu sein glaubst, ist eine Figur in einem geträumten Märchen. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, wer ist in deiner Welt mächtig? Jetzt ist schon mal, was für eine Vorstellung, was löst das Wort Welt in dir aus? Wer ist mächtig? Dann wird deine Logik dir jetzt irgendwas aufzwingen, je nachdem. Vielleicht sagen die Politiker, die anderen sagen die Illuminaten, die Rothschilds, das Geld, das Kapital. Egal, was du sagst, das hängt von deinem jetzigen Glauben ab. Und dann sage ich, da muss jetzt aber einer noch mächtiger sein. Das ist der, der sich das ausdenkt. Mhm. Aber bist das nicht du selbst? Das bist du noch lange nicht selbst, weil der sich die Mächtigen ausdenkt und bestimmt, dass dieses oder jenes mächtig ist, ist in dem Moment ja auch schon wieder ein Gedanke. Da muss der sich jetzt den Denker denkt, der über alles bestimmt, muss ja mächtiger sein, weil er ja bestimmt, dass der Denker über alles bestimmt. Es ist immer dieses Spiel, du musst einen Bereich, jetzt wenn ich sage, betreten geht nicht, weil das wirst du niemals erreichen können, weil du kannst nicht etwas erreichen, was schon ist. Das ist schon blöd, dass das eigentlich... Das, was ich dir erkläre, was du bist, kannst du niemals erreichen, weil du bist es schon. Du hast es bloß vergessen. Da gibt es ja nichts. Da musst du dir keine Gedanken machen. Darum erwähne ich immer wieder, wenn du mich jetzt sprechen hörst, wenn du das nicht akzeptierst, was ich dir jetzt sage, es ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Es ist vollkommen sinnlos, Gedanken am Leben erhalten zu können. Ja. Menschheit, dieses ganze Geschwätz von Zukunft, von Klimaschutz, all das Zeug. Übrigens bin ich jetzt nicht parteiisch. Es ist egal, wen du dir ausdenkst. Es sind geistlose Narren, die um etwas kämpfen, ums Überleben. Ob sie jetzt an ihrer Politik sich festhalten, es ist ja so offensichtlich. Ich sage, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspüren, bis du die Geistlosigkeit dieser Kreaturen kennst. Selbst derer, die du bewundert hast. Ich werde dir zeigen, wenn wir Philosophen lesen, die große Masse an Philosophen, bis auf wenige Mystiker, die im Prinzip dasselbe sagen, was ich dir jetzt erkläre. Und die sagen das dann, weil dann wächst es aus dir raus, dass du zu verstehen anfängst. Es ist was Intimes. Du musst niemanden missionieren. Du musst nur einen einzigen überzeugen, dich selbst. Mhm. Jetzt könnte ich wieder eine alte Geschichte machen, die kann man nicht oft genug hören. Willst du deine Welt verändern? Dann veränder zuerst einmal dein Land. Das ist das, dann wirst du politisch aktiv. Du wirst merken, es funktioniert nicht. Es ist nur Hass gegen Hass. Jeder meint, ob das Dinge sind, ob das Rechte sind. Und am allerschlimmsten sind die, die dann sagen, lasst uns vernünftig sein, gehen wir den Weg der Mitte. Das ist nicht die Mitte. Das erkläre ich mit dem Kegel. Die zwei Extreme, du hast immer bei einer Vielheit zwei Extreme. Beim Kegel ist es das Kreis und der Dreieck. Wenn wir jetzt Schatten, das ist ja zwei, eine niederdimensionale Vorstellung. Wir wissen, der Kegel ist es gleichzeitig. Kann ich jetzt einen Kreis verändern, ohne was zu verändern? Mhm. Wenn ich einen Kreis verändern will, ohne dass ich an dem Kreis was verändere, muss ich was hinzufügen. Ich muss das Gegenteil von einem Kreis, das Dreieck, hinzufügen. Jetzt für normale Menschen sage ich, der Kreis ist rund, ohne Kanten, ohne Ecken. Und der
Dreieck ist spitz und eckig. Das stimmt aber eigentlich nicht, weil der Kreis ist ein unendlich Eck. Die größte Form einer Fläche, die du mit Ecken abzirkeln kannst, ist ein Kreis aus unendlich vielen Punkten und jeder Punkt ist eine Ecke, die unendlich klein waren. Dann fällt es dann eh dann wieder zusammen. Und das Dreieck ist die erste aufgespannte Fläche, die ich mit Geraden bilden kann, und das sind dieses Dreieck. Und wenn ich jetzt den Kegel drehe, dann wird aus dem Kreis ein kleiner Wipfel, das heißt, der ist nicht mehr kreisrund, und dann kommt irgendwann einmal eine kleine Ecke raus, wenn wir das drehen. Ein Wischwaschgebilde, und genauso ist es beim Dreieck, wenn ich anfange, beim Dreieckschatten, wenn ich den jetzt den Kegel drehe, als Schattenwurf betrachtet, wird sich irgendwann einmal eine dieser Geraden etwas leicht biegen und immer kreisförmiger werden. Das heißt, dass die Mitte ist ein Wischiwaschi, was weder Kreis noch Dreieck ist. Das ist aber nicht die Mitte. Die Synthese wäre der Kegel. Du brauchst eine höhere Dimension. Das ist das, solange du deine Parameter nicht veränderst und du meinst, die Mitte wäre ein Wischiwaschi zwischen rechts und links, hast du überhaupt nichts verstanden, weil du eigentlich nicht die Synthese herbeigeführt hast des Widerspruches. Die Synthese von Gesundheit und Krankheit ist nichts anderes, es ist die Heiligkeit. Das ist aber die Grundlage für Gesundheit und Krankheit. Die Heiligkeit wäre der Kegel. Das heißt, ich brauche immer, um die Heiligkeit zu erreichen, das Gegenteil von dem, was ist. Das heißt, die Synthese, ich sage mal einfach abstrakt von Sonnenschein und Regen, von nass und trocken, wäre das Wetter. Mit vielen, vielen Facetten, so wie ich viele, viele Schattenwürfe habe. Und da ist nicht ein Halbfeucht, ein Halbregen ist nicht die Mitte. Es ist ein vollkommen neuer Zustand. Und alle streben Einseitigkeiten an. Das ist jeder Fanatiker, der ein einseitiges Ziel anstrebt, das im Widerspruch zu einem anderen steht, ist unvollkommen. Der hat die Heiligkeit verlassen, die er selbst ist. Und er wird leiden und kämpfen. In jedem Buch, in jedem Leben wird er kämpfen, bis er dieses Prinzip begreift. Das ist eine gewisse Reifestufe. Und das ist das, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, raumzeitliche Geschichte. Erinnerst dich, wo du neugierig warst und dann sagst du zu mir, ich habe als Kind schon gespielt, dass das irgendwie anders sein muss. Und dann habe ich zu dir gesagt, Gogo, wenn das nicht in dir drin wäre, und das wird jeder, der mit Holofeeling kontaktiert wird, wird sagen, boah, das ist was ganz was anderes, was ich schon immer gesucht habe. Wenn das dieser Funke nicht in dir drin ist, das ist der Geistesfunke, würde ich erst gar nicht in dir auftauchen, weil ich tauche nicht in Figuren in deinem Traum auf. Mich interessiert der Träumer. Das ist auch ein Satz. Der träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt, der Gefühle hat, der etwas wahrnimmt. Die Figuren in den Traum werden dir immer so erscheinen, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, wenn du jetzt glaubst, dass jetzt in diesem Moment die Trixie und der Gogo den Udo sprechen hören, hat es durchaus den Eindruck, aber können Pixelmännchen was hören? Und jetzt schau, du glaubst, ob das in der Vergangenheit oder ob die da außen rumlaufen, wenn du nicht an sie denkst. Das musst du dir bewusst machen. Und dann wirst du feststellen, es sind logische Konstrukte, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du kannst etwas Nicht-Existierendes nicht überprüfen. Du musst es zumindest denken, dann fängt es schon zu existieren an, dann spielst du aber bloß mit deinen eigenen Gedanken. Und wenn du das jetzt sinnlich wahrgenommen überprüfen willst, wechselst du bloß auf die VR-Brille und dann hast du die 4 Stufen der Vergessenheit. Und da sich jetzt Glauben verwirklicht, kannst du dann ohne weiteres dir einen Eiffelturm in Paris erschaffen? Weil du ja glaubst, dass der da außen ist, kannst du denn auch wie in einem Videospiel anfahren. Du kannst dir aber keinen Turm zu Babel erschaffen, weil du ja glaubst, dass der da außen nicht mehr existiert. Du kannst dir das Kreuzfahrtschiff AIDA erschaffen, aber nicht die Arche Noah, weil du nur das, was du glaubst, verwirklichen kannst. Das habe ich zigfach schon gesagt. Und einmal hören reicht nicht. Meine momentane Erfahrung in der Reifestufe dieser Geistesfunken Facetten von ihr, weiß ich, es dauert vom ersten Mal hören mit viel Interesse 20 bis 25 Jahre, bis du das checkst. Außer es passiert ein Wunder. Wir lassen immer noch die Möglichkeiten der Wunder offen. Aber wir müssen an dem Leben nichts verändern, weil das ist ja gerade der Lehrfilm und ihr lebt es ja schön. Ihr merkt es, ich mische mich in das Leben der Menschen nicht ein. Ich erkläre dir, was du bist und ganz gut, wie du funktionierst. Und dieses Wissen ist immer vorläufig, weil ich das immer wieder austausche und erweitere. Ich muss das ja anpassen. Wenn ich mit einem Basic-Computer rede, dann kann ich nur Basic-Sprache reden und die Möglichkeiten von Basic, habe ich gesagt, in Bezug auf fotorealistische Bilder ist gleich null. Und ich sage jetzt, denkst du dir, dass dein Basic in der Lage ist, dieses göttliche Basic-Stufe ist in der Lage, in deinem Kopf diese fantastische Welt
mit sinnlichen Wahrnehmungen in deinem Traum vollkommen real, normal gesprochen, real bedeutet eh wieder was anderes, aufzubauen. Mhm. Wenn du jetzt den Unterschied weißt, was man mit Basic machen kann und was man mit Windows machen kann oder den höheren Betriebssystemen mit Dolby Surround und VR, fotorealistisch dreidimensionale Darstellungen, die ja nur Programme sind. Ich sage jetzt, Basic kann diese Welt in dir aufbauen. Was meinst du, was dann die nächste Stufe ist, die kommt? Die entzieht sich vollkommen an der Wahrnehmung. Das ist, wenn du versuchst, ein Embryo im 8. Monat in der Matrix erklären zu wollen, was körperlicher Sex ist, wenn er mal geboren wird und dann in diese Phase kommt. Aber dieses Hochgefühl an Freude, das man erleben kann in einer Partnerschaft, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, ein Glücksgefühl durch dich hin. Das ist eine göttliche Versicherung. Ein Versprechen. Das ist übrigens auch die Vorsilbe Ver. Zwei Seiten, wenn wir mal nachschauen. Das ist ja immer das Erkenntnis der Sprache. Das sind zwei Seiten. Ver hat zwei Seiten, das ist eine bistabile Form. Das beginnt mit einem V, wo ich immer wieder sage, es steht für verbinden oder verstreuen. Und das Versprechen kann ich jetzt machen, habe ich mich jetzt versprochen. Darum habe ich das gesagt, eine Versicherung, aber das ist jetzt in Grün. Verspreche ich dir was, verbinde ich das Sprechen zu einem Ja. Das ist das Versprechen. Dass man nur sagt, verstehst du mich? Und du sagst ja. Wenn ich es verspreche, kann ich das natürlich auch negativ. Ich habe mich versprochen. Das heißt, dann habe ich was anderes gesagt, was ich eigentlich meine. Das heißt, in dieser Form, jeder normale Mensch verspricht sich von Wort zu Wort, weil er gar nicht weiß, was die Worte bedeuten. Das habe ich genügend Beispiele und es geht noch viel tiefer in Kleinigkeiten. Wenn ich mir etwas überlege, ihr wisst das mit dem Hebraisieren, da habe ich schon mein schwingendes U, wenn ich immer wieder sage, mit den zwei Bündchen drüber, und B steht für Polar erweckt, BR, Polar erweckt, immer warten kann ich auch lesen, viele Möglichkeiten über, es sind die Gedanken, wenn alles, was du dir ausdenkst, überlegst du dir, weil du ja in einer Transversalen immer die Grundlage bist für die Gedanken, die in dir aufkommen. Das sind ganz einfache Metaphern. Und das Erste, lass los, irgendjemanden überzeugen zu müssen. Du musst nur einen überzeugen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Willst du dein Land verändern? Verändere zuerst einmal deine Familie. Krieg die Versuche, mich zu verändern. Du wirst feststellen, du hast keine Chance. Du hast absolut, du könntest das an Stuhl erklären wollen oder den Michi erklären wollen, wenn da dieser Funke nicht ist, ist der Funke nicht. Das ist trotzdem dein Bruder. Du kannst den lieben, so wie eine Schwester den Bruder liebt auf dieser unteren Ebene oder die Eltern, wenn die sturköpfig sind. Es geht nicht um die Figuren in deinem Traum, nicht einmal um die Figur, die du zu sein glaubst. Also, willst du deine Welt verändern, verändere dein Land, funktioniert nicht, dann verändere deine Familie, zumindest alle, funktioniert nicht. Jetzt kommt der springende Punkt, dann verändere dich selbst. Mhm. Aber das ist jetzt der springende Punkt. Du wirst dann zum Schmunzeln anfangen, weil du plötzlich merkst, wie schwer es ist. Ich habe eine schöne Geschichte hier jetzt immer wieder mit unserer Diana. Ich behaupte, ich denke mir eine Diana aus und es gibt in den diese Handvoll Leute, die wirklich lange Holofeeling studieren, ganz wenige, die rein intellektuell so im Detail das Prinzip von Holofeeling begriffen haben, mit Hinschreiben, mit den ganzen Funktionen, mit der Vatersprache wie die Diana. Wir sind in Urlaub, sie hat panische Höhen. Sie hat sich in die Gondel nicht reintraut. Mhm. Dann sage ich, du magst doch Holofeeling, du weißt doch, alles ist in dir drin, in deinem roten Kopf und du bist nicht der Körper. Dann frage ich dich, wieso traust du dich jetzt in deinem Traum? Du weißt, dass du jetzt träumst, wieso traust du dich nicht in die Gondel? Wo willst du denn hinfallen, wenn du träumst? Du denkst dich, in deinem Traum, in deinem Kopf ist eine Gondel, wo das drin sitzt, was du jetzt zu sein glaubst. Wo willst du da hinfallen? Kann es vielleicht sein, dass du Angst hast, dass dein Körper zerstört werden könnte, wenn die Gondel abstürzt? Dieses reine intellektuelle Wissen nützt dir nichts. Du wirst dich akzeptieren müssen, dass das Programm trotzdem noch deine Bilder macht und deine Ängste. Mhm. Zukunftsangst, wenn es anfällt, wie aus nichts. Mhm. Spreche ich immer wieder an. Das Ding trampelt auf dir rum ohne Ende. Es kommt einfach ärger. Du reagierst, dann natürlich etwas zeitverzögert, wird dir dann das wieder bewusst, dass du, es kommt schon, dass du neben dir gestanden bist. Das habe ich doch alles in 1000 Variationen, wenn man das hört, durch Mensch, da bin ich wieder neben mir gestanden. Ist doch immer, das neben dir stehen ist immer, jeder Moment ist ein Bewusstwerden von Unbewusstsein.
Also die ständig, Bewusstsein ist ewig. Das heißt, alles, was existiert, ist die Form dieser Ewigkeit, der 200 Gramm rote Gede ist Unbewusstsein. Egal, was du denkst. Ob du an einen Stein denkst oder an den Udo denkst, macht dabei keinen Unterschied. Der Udo ist nicht ewig. Ich habe noch nie das behauptet, dass ich ewig bin. Jetzt habe ich jetzt ganz gezielt die Figur Udo gemeint. Mhm. Wenn ihr zuhören würdet, ich sage immer wieder, wenn du jetzt träumst, ich erkläre dir, dass du jetzt träumst, ich benutze diese Metapher, dann muss dir klar sein, egal was eine Figur in einem Traum macht oder tut oder sagt, sie macht, tut und sagt es, weil du das träumst. Alles, was der Udo dir jetzt erzählt, kommt aus dir. Es ist dein Wissen. Okay. Ich habe noch nie jemandem erklärt, wie genial der Udo ist. Wenn ich wiederkomme, habe ich gesagt, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Mhm. Mach dir Gedanken, wie genial musst du selbst sein, wenn du dir so einen gescheiten, genialen Udo hast. Es ist ja nur eine Facette von deinem Wissen. Das Wissen des Udos ist noch unendlich mehr. Mhm. Darum beginnt mein Spiel mit Ich bin du, das bezieht sich auf dein rotes Ich. Jetzt kommen diese Hammerschläge, diese Jesus-Sprüche. Alles, was du in den anderen tust, tust du dir selbst, im Positiven und im Negativen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einem was Gutes tust, muss dir klar sein, jetzt kommt schon, du wirst irgendwann einmal dieses Buch lesen müssen, dieses Leben leben müssen. Ich habe dir am Anfang erklärt, das ist jetzt schon. Mhm. Und dann taucht einer in dir auf, der dir Gutes tut. Und wenn du einen ein bisschen nur bescheißt, wirst du irgendwann einmal auch dieses jetzt. Wann ist irgendwann einmal? Immer jetzt. Frage der Kategorie 3. Wann ist immer hier und jetzt? Und jetzt das Warum erklärt sich jetzt auch. Weil das alles ins Gleichgewicht gebracht wird. Mhm. Es kann gar nicht ins Gleichgewicht gebracht werden, weil das nie aus dem Gleichgewicht war. Das Ungleichgewicht durch das einseitige Denken. Mhm. Durch den Fanatismus von Einseitigkeiten. Jeder Fanatiker wird, wenn er Geist ist, solange er ein fanatisches, einseitiges Programm in sich laufen hat, wird er leiden und er kämpft an und er merkt gar nicht, dass er die Quelle für sein eigenes Leid ist. Durch dieses Kämpfen. Spielt eine Rolle. Das ist jetzt die Geschichte mit dem Schauspieler. Das sind viele Kleinigkeiten, das habe ich so oft wiederholt, man muss es wirklich oft hören. Ich merke das ja von Leuten, wo ich weiß, ich jetzt weiß, dass in ihrem Leben, das der Udo mindestens um 15 Mal erklärt hat, dann eine Zeit lang nicht, dann erkläre ich es wieder und dann ist plötzlich ein Heuriger, als wenn die das allererste Mal hören. Mhm. Und da wird dir dann bewusst, wie du neben dir stehst, wie blind dich dein Wissen, dein Fanatismus und deine Rechthaberei macht. Mhm. Wenn ich jetzt ein Schauspieler bin, kann ich immer wieder, ich kann eventuell die Rolle eines Mörder, eines Massenmörder, eines Sexualverbrechers spielen. Da weiß ich aber, ich vergesse keine Sekunde, wer ich bin. Ich spiele die Rolle und ich werde das, was ich in der Rolle mache, auf der Bühne, im Traum, ich niemals richtig heißen in Bezug auf das Ganze. Da habe ich dann viele, die dann sagen, ja, wenn ich dann ein Arsch bin, dann muss ich halt das machen. Die rechtfertigen dann mit Udo Feeling, weil ich kann ja nicht anders, ich muss das ja spielen. Das ist ein Blödsinn, ein Traum. Schauspieler kann so viele Rollen annehmen, weil es ist ja Holofeeling, hast du das Gefühl, alles zu sein, alle Rollen zu sein. Mhm. Das kannst du erst dann, wenn du dich jetzt wirklich überhebst und du bist dir jetzt vollkommen bewusst, ich denke mir jetzt diese Trixie aus, den Gogo aus und den Udo aus, das sind jetzt Pixelmännchen, und ich denke mir jetzt den aus, der ich zu sein glaube, der sich das jetzt anschaut, obwohl der vom Computer, der jetzt sitzt, über als Ding an sich überhaupt nicht sieht und nichts hört, weil auch eine Figur in einem Traum ist. Die haben Figuren in einem Traum, sind vergängliche Erscheinungen. Nur ewiger Geist, rot geschrieben, hat Wahrnehmung und Empfindungen. Mhm. Mhm. Weißt du, wenn ich das auch mach dir doch schon klar an deinem Körper, wenn du Zahnschmerzen hast, deine Zähne haben keine Schmerzen. Und wenn du Kreuzschmerzen hast, dein Kreuz hat keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen, weil du sagst, das ist mein Körper. Das ist die Sache mit der Empathie, wo ich tausendfach erklärt habe. Mhm. Empathie heißt, ich will mit irgendjemandem haben, das heißt, es ist mein Gefühl, es ist mein Leid, wenn du mitleidest. Die größte Sinnlosigkeit, die es überhaupt gibt, ich kann es nicht oft genug sagen. Hör auf, mit irgendjemandem oder etwas zu sympathisieren, das heißt, mitleiden, weil du vermehrst dadurch in deinem Traum das Leid, durch Mitleiden. Jetzt, wenn du aber begreifst, dass die Sachen, mit denen du mitleidest, diese Dinge als Ding an sich, gar nicht leiden. Ist genau dieser Fehler die Quelle von Leid. Und hör auch,
auf, mit irgendeiner einseitigen Gruppe oder Sekte zu sympathisieren. Ob jetzt das Katholiken oder Protestanten oder Moslems oder irgendwas ist, hör auf damit. Du musst wichtig werden für deine Welt. Wie ich dick, du musst der Mittelste werden, aus dem alles entspringt. Mhm. Wird dir nie gelingen. Du kannst nicht etwas werden, was du schon bist. Mhm. Du bist mächtiger wie alles, was du dir ausdenkst. Ja. Mächtiger wie der Udo, du bist sogar mächtiger wie Gott, solange du an einen ausgedachten Gott glaubst. Mhm. Egal, wie du dir den vorstellst, der ist ein Geschöpf von dir. Mhm. Jetzt sind wir in der Bibel am Essen. Mach dir kein Bild von Gott. Das erkläre ich dir die ganze Zeit. Du bist nicht in der Lage, an dich zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir, zu einem Geschöpf von dir selbst zu machen. Und als Adam, als träumender Geist, Seger wenig Haber, männlich Denker und Ausgedachtes, könnte ich sagen. Das ist ja eigentlich heißt es, Nekaber, das weiblich heißt, heißt jetzt hast du mal die Decke, piratisch hast ein Loch. Ein unterirdischer Gang. Da bist du über den Jordan gegangen. Das ist das Weibliche. Mach jetzt einmal so. Okay. Das ist dann unser Kolben. Ihr könnt jetzt den Penis als einen Kolben sehen. Ist übrigens, K.O.L. heißt wie eine Welle, wie ein Joch, hochgehoben. K.O.L. Das ist immer eine polare Existenz. Alles, was du erlebst, erlebst du gerade jetzt. Das ist übrigens interessant, was bedeutet das Wort gerade? Das Wort gerade für dich heißt das einmal, gerade ist etwas, wenn es eben ist. Und wenn es jetzt ist. Stimmt oder stimmt? Eben. Das ist ja mal das Erste. Eben jetzt. Das ist die Gerade. Das ist unsere Nulllinie. Aber gerade hat dann nochmal eine Bezeichnung im Deutschen. Gerade nennt man sämtliche Zahlen. Ich erzähle dir jetzt etwas, die durch zwei teilbar sind. Ob ich jetzt das 4 und 4 nenne oder 6 und 6 nenne, die Gerade ist definitiv das, was durch zwei teilbar ist, wird dann immer wieder, wenn wir den Kehrwert dazu bilden, wird immer wieder gerade. Wenn ich das gerade GR, der Geist erwacht, GR, Geist erwacht, ja. Erweckt sein schöpferisches Wissen. Jetzt kommen wir viel, das ist jetzt die Vordersprache, aber die lasse ich ja nur am Rande mitlaufen, weil das ist wirklich ein Computerprogramm. Aber wesentlich komplexer wie deine momentane Vorstellung vom Computer. Das sind jetzt die ersten Vorstellungen mit den Quantenbits, aber das sind nur lächerlich im Vergleich zu dem, was ich anwende in der Programmierung, in dieser Matrix, dass du diese Welt aufbauen kannst. Das ist jetzt eine Zukunft, die es nie geben wird, weil die schon ist. Du musst verstanden haben, was du bist, und dass alles, was du siehst, hier und jetzt in deinem roten Kopf ist. Dieser Kopf, den du nicht denken kannst, dieser Kopf vom ersten Wort in der Bibel beroschet. Inmitten dieses Kopfes wird etwas hingestellt, aufgebaut, das haben wir so oft gesagt. Dann kriegst du eine tiefe Demut. Und umso mehr du das zu verstehen beginnst, kriegst du ein Gefühl in dir, dass du niederfallen kannst als Brösel auf den Knie. Es zerreißt dich fast, ohne was verstanden zu haben, hast du einen Heureka. Und dann bist du tiefst schüttert in der Erkenntnis, was du bist. Dann wird dir deine eigene Ewigkeit bewusst. Und es geht einher mit dem Akzeptieren der Vergänglichkeit von Existenzen. Und was so einfach wird, wenn du begreifst, dass das ja schon im Jetzt passiert. Ich habe jetzt bei meinen Eltern Bärchen, wo ich, wenn ich immer die Donis und die Feddings, wo ich so frage, die bestimmt seit 5 Jahren, 6 Jahren immer ein Thema, wo ich ganz klipp und klar sage, ich unterhalte mich mit dem Geist, der uns jetzt ausdenkt, egal ob du jetzt der oder der zu sein glaubst, dir muss klar sein in dem Film, dass jetzt irgendeiner von euch zwei sterben. Zu den Feddings habe ich ja mal gesagt, da war gerade so wieder so eine Krise mit Russland, habe ich gesagt, vielleicht habt ihr das Glück, dass heute Morgen drei über Überlingen eine Atombombe explodiert und dass ihr beide gleichzeitig wart. Oder ein Autounfall oder irgendwas. Aber das habe ich ja bei den Donis schon eingespielt, da haben sie bloß festgestellt, dass keine Angst mehr da ist. Ja. Eine tiefgreifende Erfahrung, obwohl sie mehrfach überschlagen haben. Dass du das wie in einem Film siehst, dass du dich in dem Moment komplett abkuppelst als Geist. Das ist kein Voodoo, das ist keine Esoterik, das ist einfach gelebtes Leben.
Und das Einzige, was überbleiben wird, ist der, der uns jetzt ausdenkt. Ich sage, du warst schon da, bevor du das erste Mal an der Trixie oder an den Gogo oder an den Udo gedacht hast. Du warst sogar schon da, bevor du das erste Mal an den gedacht hast, der du jetzt zu sein glaubst. Und du wirst auch dann da sein, wenn die dich überhaupt nicht mehr interessieren. Mhm. Weißt du, wieso ich das so hundertprozentig sicher weiß? Und ihr wisst, keiner nimmt das Wort hundertprozentig sicher ernster wie ich, weil ich du bin. Mhm. Zumindest das, was du sein wirst, wenn du jetzt da mal langsam wach wirst. Wenn ich aufgehört habe, nur unter Druck zu sein. Zeit spielt dabei keine Rolle. Und lass dir mal die Demut zeigen, dass du deine jetzige Rolle spielst und das Beste draus machst. Mhm. Aus deiner kleinen Welt, lass dir mal bei euch aus der Familie ein kleines Himmelreich machst. Und ihr arbeitet ja schon feste dran. Und wenn um euch rum die Welt in Fetzen geht, das muss euch am Arsch vorbeigehen. Mhm. Das ist das eins, meine einzige Botschaft. Ja. Das ist was Intimes, dass man zumindest das erste Mal für Partnerschaft ausweiten muss. Wie willst du mit der Welt und den Nichtigkeiten, wenn ich jetzt mir viele Paare denke, mal von Singles gehen wir mal ganz weg, da ist ja dann die Sehnsucht. Wie willst du da hier dich einmischen, wenn du nicht einmal in der Lage bist, hier deine Familie oder Partnerschaft aufrechtzuerhalten? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel so Bundeskanzler, wo ich früher mal gesagt habe, Schröder, ich habe 5-mal jetzt verheiratet. Es ist immer ganz klipp und klar, wenn einer 5-mal heiratet, gut, du kannst einmal heiraten, das kann schief gehen, du hast nur noch keine Erfahrung mit Partnerschaft. Ich kann das ein 2. Mal machen. Aber irgendwann muss ich dann doch merken, dass der Fehler vielleicht an mir liegt, dass der Typ nicht beziehungsfähig ist. Mhm. Absolut. Leute, die nicht beziehungsfähig sind, keine Partnerschaft eingehen können, wie wollen die dann hier eine größere Familie, die ich jetzt an Staat nenne, überhaupt als Vorstand? Es sind reine Egomanien und das zeigt jetzt die Werdegänge. Es sind ganz, nochmal, schon wenn sich einer politisch engagiert, egal in welcher Richtung, ist ein ganz mieser, fanatischer Charakter. Das wird jetzt einem Politiker nicht passen. Ich sage, du hast aber immer noch die Chance, du wirst es ja nicht einmal zu hören bekommen. Merkel oder einer dieser Typen, dass ich in denen auftauche, mich interessiert die Menschheit nicht. Reizt der Weg der Masse, lass die Toten ihre Toten begraben. Mich interessieren nur meine Geistesfunken, das heißt die Facetten von mir selbst. Das ist jetzt natürlich nicht als Udo rede, dürfte klar sein. Der am meisten am Arsch vorbeigeht, ist der Udo. Das ist die Freiheit. Solange du dich oder deinen Körper zu wichtig nimmst, Schönheitsoperationen, so unendlich primitive wie Tiere, das nennt sich an die Krone der Schöpfung. Es gibt kein primitiveres Tier wie den Tropfhaus. Wenn ich so gesagt, es gibt Hass und Rachsucht, Rechthaberei in der klassischen menschlichen Form, was du bei dir nicht findest. Die haben sich alle zum Fressen gern. Der Mensch macht was Grausames draus. Ihr wisst, wie oft ich sage immer das Löwenrudel, wenn du Bilder siehst, wenn die satt gefressen sind, da laufen die an die Loben und Gazellen laufen 2 Meter an den Löwen vorbei, weil die merken, jetzt sind sie satt, müssen wir keine Angst haben. Die Gier kennt nur der Mensch. Das ist natürlich eine Ausnahme, bestätigen die Regel. Du kannst jetzt natürlich auch die ausdenken mit deinen Programmspiegelungen, weil es ist ja programmabhängig, was du glaubst. Aber ich gehe von der klassischen Natur, gibt es das nicht. Ja. Es wird immer alles hundertprozentig richtig in Bezug auf das Urprogramm. Pass auf, viele, viele Sachen, wo du meinst, da läuft was falsch, die sind richtig. Ich wiederhole ein einfaches Beispiel von mir. Ich denke mir jetzt an Fernseher und da brennt die Sicherung durch. Dann rufst du einen Techniker an, dann kommt der. Ja. Der einen Fernsehtechniker. Und dann muss ich einfach feststellen, egal was da war, der Fernseher hat die ganze Zeit funktioniert. Wie habe ich das zu verstehen? Pass auf, wir haben eine Hardware und eine Software. Ich nenne das mal so, wir sagen, wir haben ein Gerät, ein Fernsehgerät und wir haben Bauteile. Ich nehme das mal mit dem Computer. Wenn wir an dem Computer was verändern an der Software, ob ich jetzt das Update nenne oder Virus nenne, ist es, oder ein Verändern an der Schaltung, an der elektronischen Schaltung, dann wird die eigentliche Hardware, die Funktion, sich verändern. Das heißt, die Hardware wird immer das machen, was die veränderte Software dann vorschreibt. Der Computer macht nicht unbedingt das, was ich erwarte und was ich will, wenn er ein Virus hat. Aber der Computer macht das, was die Software ihm vorschreibt. Das heißt, wenn beim Fernseher eine Sicherung durchbrennt, dann geht er nicht mehr. Das heißt, er funktioniert eigentlich. Mhm. Er wäre kaputt, wenn er trotzdem noch laufen würde, ob die Versicherung kaputt ist. Ja. Mhm. Wenn das Bauteil aus, wenn der Transistor in der Tonenstufe ausfällt, dann gibt der Fernseher keinen Ton mehr wieder. Aber das funktioniert doch, weil ich was verändert habe an der Schaltung und diese Schaltungsänderung hat dieses Resultat. Mhm. Nicht das, was ich will,
als Mensch. Aber das, was Funktion vorschreibt, was ich dir damit erkläre, dass es nichts in deiner Welt gibt, was nicht funktioniert. Selbst ein Körper, der krank ist, funktioniert hundertprozentig richtig. Das ist das, was die Schulmedizin überhaupt nicht begriffen hat. Da ist Hammer wesentlich weiter. Wenn ich jetzt Hammer, der ist ja auch Materialist, wenn ich Hammer und Schulmedizin, habe ich gerade gesagt, leiden an denselben Fehler. Sie versuchen, das am Leben zu halten, was gar nicht für die Ewigkeit gemacht wird, nämlich was Existierendes. Keiner von beiden interessiert sich für das, was ewig ist, um den sich alles dreht. Wegen den eigentlich alles erschaffen wurde, was zu existieren, was überhaupt existieren kann. Ich drücke mich ja so aus. Ja. Alles, was überhaupt existieren kann, wurde nur für den einen erschaffen, der wichtig ist. Der wie ich dick ist. Der wie ich, JCH, im Mittelpunkt des Kreuzes, habe ich so oft gesagt, das Fadenkreuz beim Vater, ich bin eins mit dem Vater ist. Das ist die symbolische Bitte. Und das bist du. Ja. Schon aufgrund der Tatsache, weil du dir jetzt den Brüssel Udo ausdenkst und den Gogo. Ja. Jetzt in dem Moment. Und natürlich das, was du zu sein glaubst. Der du zu sein glaubst, erscheint jetzt real in dir, wenn du an deinen Körper denkst. Aber wenn du an deinen Körper denkst, musst du immer, wenn du an dich denkst, denkst du an den aktuellen Körper. Der jetzt auftaucht, das kann immer alles jetzt auftauchen. Pass auf, ich gehe mal einen Schritt weiter. Du bist natürlich in der Lage, dir frühere Körper zu denken, Kinderkörper denken. Aber den kannst du nur immer jetzt denken. Was du denkst, was auftaucht, taucht jetzt auf. Und du kannst dir auch ältere Körper denken. Kannst den Gogo dir jetzt denken, weißhaarig. Taucht auch jetzt auf. Das sind jetzt viele Körper, die du dir denkst, wo du alles sagst, das bin ich, das war ich, das werde ich sein. Aber sobald du dir Körper denkst, wo du sagst, das bin ich, war ich, werde ich sein, entstehen im selben Moment im Hintergrund Körper, wo du sagst, das bin ich nicht. Die sind dir aber in dem Moment nicht bewusst, weil du eben noch in der Welt der Einseitigkeit lebst. Und ist mir das erste Mal wichtig, dass du dich zurzeit versuchst zu vervollkommnen. Das beginnt, dass du alles, was du jetzt einseitig siehst, 180 Grad drehst und dir das Gegenteil bist. Das, wo du sagst, das ist gut, die Gesundheit, da muss dir klar sein, diesen Wellenberg gibt es nicht ohne das Wellendoll. Und immer gleichzeitig, die zeitliche Form musst du vergessen, es ist jetzt. Das ist das, wo ich sage, daran solltest du in deinem Alltag arbeiten und das macht ihr scheiß ist schon wieder du, egal wer du jetzt sein glaubst, ja schon nicht gut, zumindest wenn du das Gogo und das Drittel-Programm laufen musst. Das sind zwei verschiedene Programme, aber derselbe Geist, der mit dem Programm zwei verschiedene Bücher. Und da ist natürlich, wenn du das Buch liest, das Gogo-Buch liest, ist die Trixie jetzt ein anderes Buch. Die Trixie hat eine ganz andere Wahrnehmung. Wenn sie in der Schule ist, erlebt sie ihm jetzt eine ganz andere Welt, wie das Gogo-Programm, wenn er auf der Arbeit ist. Das sind immer so Kreuzungspunkte. Die habe ich alles schon erklärt. Es ist nur viel. Du merkst, es ist kindgerecht. Jetzt könnte ich wieder sagen, Trixie, du bist Schulrektorin. Ich behaupte ganz schlicht und einfach, wenn ein Kind neugierig ist, da hast du jetzt im Menschlichen mehr Erfahrung wie ich, sag ich mal ganz grober 10-Jähriger, wenn der neugierig ist, kann alles, was ich jetzt erklärt habe, im Großen und Ganzen schon nachvollziehen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, die sind neugierig auf alles, was sie nicht kennen, wenn es natürliche Kinder sind. Der Erwachsene ist nicht mehr auf alles neugierig, sondern bloß auf das, was ihm was bringt, was seine Logik hergibt. Neugier muss sich auf das beziehen, was du überhaupt nicht kennst, was vollkommen neu ist. Und nicht nur das, wo mir was bringt mit diesem Wollen. Dann hängst du schon in der Logik drin. Ja. Und das sind normale Menschen. Ja. So. Jetzt haben wir uns nichts Neues erzählt, aber vielleicht doch etwas Neues. Weißt du, das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich habe ja so viel im Hinterkopf, was ich nicht gleichzeitig aussprechen kann. Und dann doch jedes Wort jetzt spreche, wenn ich jetzt habe und Schulmedizin, dann ist natürlich trotzdem ein Qualitätsunterschied da. Das ist ungefähr gleich wie mein Klingelingeling-Beispiel. Die Schulmedizin, das entspricht dem Materialismus, das Telefon klingelt, ich frage warum, und dann machen die eine Ursache in der Vergangenheit, das heißt, die drehen die Kausalität um. Es ist logisch, es klingelt, weil da außen einer ist, der mich anruft, der ganze Weg, dann klingelt mein Telefon, dann gehen Schallwellen in mein Ohr rein und dann höre ich das Klingeln. Und ich sage, nein, wir spiegeln das, weil in dir bist ein träumender Geist, ein Klingeln auftaucht, das habe ich so oft durchgespielt, denkst du zwanghaft mit deinem Mechanismus an dein Telefon und fragst dich, wer ruft mich jetzt an?
Das heißt, der Anrufer entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, weil es geklingelt hat. Das ist Hammer. Und der Materialist sagt, es klingelt, weil da außen einer ist, der setzt jetzt praktisch eine Ursache, die gar nicht existiert. Ja. Die erst existiert, anfängt, zu einer Information wird, aufgrund des Klingels. Jetzt, die Schwierigkeit ist ja in ganz groben, um mich nochmal darauf einzugehen, dass definitiv alles immer funktioniert. Wenn du deinen Garten gräbst, du bist es nicht gewöhnt, dann wirst du mit den Spaten in die Hand nimmst, jeder, der das schon mal gemacht hat, wird dich in die Haut aufplatzen, das Blasen, wenn du das nicht gewöhnt bist. Das heißt, es funktioniert. Das heißt, der Körper hat einen absoluten Selbstheilungsmechanismus. Also, du warst krank, das ist wie das Wetter. Das heißt, in einem gewissen Maß könnte ich jetzt sagen, er baut automatisch, passt er sich an. Ja. Das heißt, das, was du meinst, da hat, ist was verkehrt gelaufen. Da ist nichts verkehrt gelaufen. Du machst einen Reiz mit den Garten umgraben, du reizt hier die Haut, dann wird jetzt erst einmal die Haut in Fetzen gehen und unmittelbar danach wirst du hier Hornhaut kriegen. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, du kriegst die Hiroshima und Berlin 1945. Und dann wird es sofort reagiert und wird stabiler aufgebaut. Es ist immer dasselbe, die Metaphern sind immer dieselben im Hintergrund. Also der eigentliche Kern der Metapher. Das ist einmal das ganz wichtig, dass man das versteht. Ich kann jetzt immer wieder als Video sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind so viel glauben, gestern mit der Marion bin ich hier durchgelaufen, 13 Kilometer bei uns auf die Witzburg hoch. Ich bin bestimmt schon 15 Kilometer gelaufen. Die letzten 3 Jahre war ich ja gehandicapt. Das haben wir jetzt gestern nochmal ausprobiert. Ihr müsst euch vorstellen, obwohl ich ja die letzten 3 Jahre, also fast ein Jahr, überhaupt nicht laufen konnte. War ich nicht einmal auf dem Balkon außen, weil ich riesen Knie- und Hüftprobleme hatte. Yeah. Weil ich nicht in der Lage, allein auf dem Klo zu gehen. Dass ich hier oben stehe und ich war wie neu geboren. Ich sage, ich habe jetzt 100%, ich habe genau den Stand wieder, den ich vor, wo ich fast jeden Tag 20, 25 Kilometer gelaufen bin. Ich habe nichts gehabt, absolut nichts. Ich war nicht außer Atem, ich habe keine Schmerzen, keine Hüfte, keine Knie. Ich habe absolut nichts gemacht. Und die Marion sagt immer wieder, wenn ich damals ins Krankenhaus gegangen wäre mit diesen riesen Knien, wo ich hatte, ich hätte neue Kniegelenke gekriegt, ich hätte neue Hüftgelenke gekriegt. Es kommt von allein und es geht von allein. Und jetzt, wenn du begriffen hast, dass Zeit, ich erzähle es, ein Jahr. Was ist ein Jahr? Mhm. Ein Jahr, 1000 Jahre, eine Nanosekunde. Es ist ein Gedanke, der so lange ist, solange du ihn denkst und alles, was du denkst, ist jetzt. Du dehnst ein Zeitfenster auf. Die letzten 3 Jahre. Was haben wir die letzten 10 Minuten gesprochen? Verstehst du? Und dann kannst du den Chat reinmachen. Das habe ich alles so im Blick. Das ist sofort über. Ja. Selbstheilung. Das steckt hier in der Relativitätstheorie in den Formen so präzise drin, vor allem wenn man die Fehler sieht, wo die alle machen. Weil die nur nachäffen. Ich sage, selbst ein Einstein. Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht am Himmel ist, wenn ich nicht hinschaue. Ein Jude. Kennt ihr sein zweites Gebot, macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel? Wie oft habe ich gesagt, die Bilder BILDR, das Geheimnis der Vordersprache, sind immer im Meer in dir drin. Die auftauchen. Wieder zusammenfallen und das sind so unendlich viele Seinsmöglichkeiten. Trixi, du hast am Anfang dieses Gespräches, wenn wir zurückblättern, jetzt gefragt, wie das dann ist, ob man sich andere Sachen vorstellen kann. Selbst, ich habe so oft erwähnt, selbst der Aufbau des Körpers, wie du dir das jetzt vorstellst, wenn du Medizin studierst, die Augen, die Rippen, das Skelett, das Gehirn, alles ist mit der Vordersprache ein Computerprogramm. So wie wenn ich jetzt irgendeinen Außerirdischen in einem Zeichentrickfilm Computer generiere oder diese im Herr der Ringe, diese ganzen Monster, wo auftauchen, die alle fotorealistisch erscheinen. Das sind computergenerierte Figuren. Die Menschen sind computergeneriert. Absolut fotorealistisch. Das heißt, der Mensch wird sagen, das ist real, das ist echt. Alles möglich. In der Wissenschaft, wir sind mittlerweile so weit, dass man mit einem Computerprogramm das simulieren kann, wo sie glauben, dass das unabhängig von ihnen da außen auch ist oder schon da war, bevor sie das gekonnt haben. Ich sage, ich vergiss es. Drum, genau deshalb gibt es jetzt diese Computer in deinem Traum und zu verstehen, im Anfang war das Programm. Am Anfang waren die Daten. Die Daten sind natürlich ganz interessant.
Wenn ich zuerst einmal was, wenn man dort einen hebräisieren muss, fast nochmal schnell einschalten. Ist dort. Das ist dort. Ist das einmal rot im Geist geschlossen? Das ist das DA, heißt die geschlossene Schöpfung. Das A haben wir jetzt nicht. Und T ist ja das immer da sein. Im Geist geschlossen, immer da sein. Das ist das rote da. Lauert es dann an der geistigen, DR heißt ja die Öffnung einer Berechnung, ist die Generation an der geistigen Oberfläche geöffnet, eine intellektuelle Öffnung. Das ist eine vergängliche Erscheinung, eine Erscheinung vergänglich. Jetzt pass auf, da heißt Gesetz, Glaube, Glauben. Jetzt ist interessant, es ist das Gesetz. Der Glaube, haben wir zuerst einmal die Welle, gell? Rot geschickt, das geistige Licht, AOB, habe ich jetzt gesagt, das ist die Beschwörungskunst. Das hast du als Gesetze in dir, das ist dein Programm und durch deine Beschwörung verwirklichst du das. Ich könnte auch sagen, diese Religion, auf der alles zurückzuführen ist, alles, was du erlebst, kann ich zurückführen auf den Glauben, den du dir trägst. Alles, was auf dir in Erscheinung wird, kann ich zurückführen auf die Programmation, auf den Daten. Spiegelt sich in der Existenz. Jetzt machen wir mal da ein N hinten dran. Wenn man im Hebräischen ein N hinten dran hängt, dann ist es ein besitzanzeigendes Fürwort. Denk an das Zellengrad, das M ist besitzanzeigendes Fürwort. Plural ihr in Bezug auf Männer. N ist feminin, das heißt ihr in Bezug auf Frauen, das heißt ihr Gesetz, ihr Glaube und die Frau, wie wir ja wissen, steht für die Logik. Okay, schauen wir mal, was da drin steht. Ihr Glaube, ihre Religion, das ist der Glaube, der von Programmen abhängt. Ich Geist generiere mir aus Daten den Staat ischen Daten, den heißt Urteil, geöffnete Existenz, aus Staat ischen heißt Schlafen und etwas, was ich hinträume, ischen, alternieren, schlafend, Daten. Ich glaube, ihre Region eines Programm ist gleich Mensch. Ich sage, der blaue Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das, was du Mensch nennst, nenne ich auch Buch. Das ist das, was du zur Zeit liest. Dieses Lebensbuch kann ich auch ein Programm nennen, du spielst ein Videospiel und dieses Konstruktprogramm, das du zurzeit zum Denken benutzt, wirft die Bilder auf. Das heißt, der Mensch, der Enosch, was ja, Enosch ist ja nicht der Adam, ist sterblich, unheilbar krank, ist göttlich, von göttlicher Sicht aus gesehen ist es einfach nur eine vergängliche Erscheinung. Die Menschheit retten wollen, ist also so ein Dummsulze von irgendwelchen geistlosen Nachplapperern. Das heißt, gängiger, geistloser Konstrukt, Werte und Interpretation. Mech, Anis, Muss. Mech heißt übrigens Gehirn und Ani heißt ich. Ani, eine schöpferische, existierende Intellekt. Das ist dein Gehirn. Das ist ein Computerprogramm. Darum ist ja das hebräische Wort Computer. Hast Rechnungsführer als Testament. Kommt in Bibel vor, das Wort Computer. Das ist der Rechnungsführer vom Pharao. Und ein Heh hin dran. Hast dann Gedanke. Das heißt, der Computer erzeugt Gedanken. Der Rechnungsführer, deine Berechnungen, deine logischen Berechnungen erzeugen die Bilder in deinem roten Kopf. Das ist komplett, es überragt, ich kann es nicht oft genug sagen, Holofeeling überragt alles, was du deiner Menschheit an Wissen zusprichst. In Philosophie und Naturwissenschaft um geistige Welten. Was schön ist an Holofeeling, dass Holofeeling das Summa Summarum all diesen Wissens ist. Alle Wissenselemente sind verfeindet. Die Philosophen, es gibt, es steht in nicht Bindeschuss, es gibt keinen großen Philosophen, der zu seiner Zeit, die wir uns jetzt ausdenken, der dann Widerbart hatte, der eine andere Philosophie, eine andere Meinung vertreten hat. Und Holofeeling macht jetzt über Kreis und Dreieck eine Synthese. Du wirst niemals hören, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist unvollkommen, es ist fehlerhaft, es ist falsch, es ist verkehrt. Aber die Kehrseite zu einer Kehr, zu was verkehrt, gehört eine richtige Seite. Die richtige Seite ist auch von der Kehrseite aus verkehrt. Die verkehrte Seite ist von der Verkehrseite aus gesehen richtig. Das sind die vier Seiten. Falsch wiederum, falsch ist wieder, bedeutet was anderes. Falsch heißt schlichtweg, das kommt vom Faller. Die Welt ist das, was der Fall ist, sagt Wittgenstein, ohne die Worte zu verstehen. Das heißt, Lug, Betrug. Bin da schon drauf eingegangen. Das heißt, das Falsche ist, ist Lug und Betrug. Es ist dann zwangsläufig wieder irgendwie verkehrt. Und es wird fehlerhaft. Es fehlt Vollkommenheit. Es ist fehlerhaft.
Das heißt, wenn ich sage, das ist fehlerhaft, stimmt es zwar was Neues, aber es fällt noch was. Das heißt, wenn ich jetzt sage, es ist was verkehrt, dann ist es fehlerhaft, weil von dem Verkehrten aus gesehen ist es ja richtig, aber dann fällt diese Seite, die ich jetzt als richtig umsehe. Man muss bloß, ist das ein Beispiel, weil dann so komplex, wenn ich das alles mal zu verstehen anfange. Oder Frieden bekämpft keine Feindbilder. Das ist dieser Satz, liebe deine Feinde, dieses steht letzten Endes für alles, was dich nicht interessiert, was du nicht magst, was du anders haben willst, was du bekämpfst, was dir böse erscheint. All das sind verkehrte, falsche oder fehlerhafte Meinungen, die brauchst du, um das Heilige Ganze zu verstehen, was du selbst bist. Und das kann man alleine spielen. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendjemanden, den du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugen müsstest. Da könnte ich jetzt wieder sagen, hier, der mich jetzt sprechen hört, der jetzt vom Computer sitzt, ist was anderes. Mich interessiert nur der mich sprechen hört. Nicht der du zu sein glaubst. Mhm. Also das ist der jetzt vom Computer sitzt, geht mir am Arsch vorbei. Mhm. Weil der schon wieder weg ist, wenn ich das Gespräch aufhöre. Mhm. Ja, dann bin ich ja noch da, wird jetzt einer sagen, der jetzt vom Computer sitzt. Ich sage, dann fang mal an, dich geistreich mit irgendeinem Thema zu beschäftigen und dann schaust du, ob du noch an deinen Körper denkst. Mhm. Das kommt immer wieder hartnäckig, das Ding. Ja, ja. Aber du kriegst nicht mit, wenn sich was auflöst. Das habe ich auch zigfach erklärt. Mhm. Das ist wieder dieses Spiel, den Fehler zu machen, ein vorher zu denken, was jetzt gedacht wird. Ja. Weißt du, ich habe immer wieder so, wenn ich jetzt da ein Blatt Papier nehme, bloß um das für die ganzen das zu machen, ich könnte jetzt sagen, das ist hell, okay, dann wird es wieder hell, taucht wieder finster auf, dann wird wieder hell. Dann da auch findest du, ich könnte auch sagen, jetzt bist du gesund, dann fühlst du dich wieder krank, dann bist du wieder gesund, dann fühlst du dich krank. Es ist immer im selben Moment das andere im Hintergrund. Aber was du machst, dass du das plötzlich hier dir davor oder dahinter denkst. Jetzt wird hell, dann denkst du nicht an finster. Wenn du jetzt an finster denkst, machst du den Fehler, dass du sagst, es war vorher finster oder es wird wieder finster werden. Aber das denkst du jetzt, während es hell ist. Ja. Das ist so simpel. Diese Kleinigkeit geht allen Menschen in deinem Traum ab, weil sie dir abgeht. Die können das nämlich erst wissen, wenn du dir welche ausdenkst, dass sie es wissen. Die Grundvoraussetzung, dass du dir irgendwelche Menschen denkst, dass die anders waren, ist, dass du zuerst einmal du selbst das weißt und erst wenn du es weißt, kannst du dir welche ausdenken, dass die das dann wissen. Du musst der Erste sein, der es weiß. Alles, was die Menschen jetzt wissen, wissen das, was du glaubst, dass sie wissen. Das sind Kisten, wo du dir was reindenkst. Ja. Wo immer dann sagt, die Gescheiten, die Selbstentmächtigen, dass du dir Gescheite und Mächtige ausdenkst und im selben Moment dich selbst als was Ohnmächtiges, Dummes ausdenkst. Weil du dich mit was verwechselst, was du dir ausdenkst. Das bist du nicht. Du bist der sich alles denkt. Darum ist der Trick, setz dich das als Träume in den Geist. Dann bist du zwar immer noch was Ausgedachtes, aber dann weißt du zumindest, dass du die Ursache für alles bist, was du zu sehen bist. Genau. Stimmt. Das ist nicht der träumende Geist, sondern der Geist, der sich jetzt bewusst zu einem träumenden Geist macht. Das ist geistreicher, wie sich zu einem sterblichen Trockenaußenaffen zu machen, der total unwichtig ist und hier Geld braucht zum Überleben und all das ganze Zeug. Es ist dein Glaube, der sich in dir verwendet. Der gar nicht dein Glaube ist. Das ist dein Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Lass mal es gut sein. Sollen wir die Männchen auslöschen? Wollen wir vom Kopf drücken? Dann sitzt du wieder ganz allein vor deinem Computer und kannst das Spiel selber weiterspielen. Ja. Egal, wer du jetzt sein glaubst. Das ist das, was ist. Das ist meine Botschaft. Okay? Okay. Ihr zwei, bis gleich. Schön. Danke. Vielen Dank.